Elektroautohersteller Tesla festigt seine Österreich-Präsenz. Der Aufbau des Niederlassungsnetzes wird forciert. In Wien ist der erste Standort vor kurzem eröffnet worden. Und auch auf der Wiener Autoshow ist die Marke mit dem Model S präsent. Das Model S gibt es in zwei Konfigurationen, batterietechnisch und in der größeren Variante haben wir einen NEDC-Wert, also einen getesteten, glaube ich, die Reichweite von über 500 Kilometern. Wo lade ich das Auto? Idealerweise sage ich, habe ich meine eigene Tankstelle zu Hause. Was ist eine Tankstelle? Eine Steckdose. Für Überladen bauen wir dieses Netzwerk von Superchargern auf. Das heißt, um Langstrecken zu ermöglichen, mache ich alle 300 Kilometer eine Pause und lade 30 Minuten mein Auto, in 30 Minuten mein Auto wieder voll, gratis, und setze meine Reise dann fort. Wo in Österreich oder wie viele Stationen soll es da geben? Also wir haben die erste bereits Ende letzten Jahres eröffnet, ganz im Westen in Österreich, in St. Anton. Und es werden 6 bis 8 weitere dieses Jahr folgen an den Hauptverkehrsrouten. Sportliche Fahrleistungen von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden sowie die großzügige Reichweite von bis zu 502 Kilometer sind beeindruckende Werte für ein Elektroauto. Die Tesla Model S Preisliste startet bei knapp 70.000 Euro.